Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Stable Online. Und ja, wir wollen uns heute weiter mit den Sachen von dem Dings beschäftigen. Und eine kleine Sache direkt am Anfang. Und zwar, ich habe gerade vor der Aufnahme, ich nehme das alles Montag auf, es ist eigentlich die Folge, die Freitag hätte rauskommen sollen. Aber ich leider unter Zeitproblemen stand, da ich ja von Freitag bis heute weg gewesen bin. Ich habe nämlich jetzt gerade meinen Heimatstall gewechselt. Offiziell, mein offizieller neuer Heimatstall ist hier in Epona, damit ich sehr nah an Südhof bin. Der New Hillquest Stall ist mein neuer Heimatstall. Und ja, da werde ich jetzt erstmal bleiben. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Überwindung gekostet, Morland zu verlassen. Aber jetzt bin ich endlich hier. Okay, jetzt können wir zu Bernardino und dir zeigen, dass wir mit dem Bau weitermachen können. Wir müssen neue Pfeiler für die Brücke aufstellen. Aber der Lastwagen, bla bla bla, ja. Das haben wir ja alles schon gehabt. Und ich glaube, das sind die letzten drei Pfeiler, die wir machen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, weil ich muss heute zwei Folgen von Star Stable aufnehmen. Eine werde ich jetzt mit Star Wish aufnehmen, die nächste kommt dann wieder Moon Dancer und danach ist dann wieder Star Wish dran. Ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt doch abwechselnd mache und da Moon Dancer und die anderen jetzt im Hillcrest Stall stehen, ist das ja dann auch schon besser. Ich schneide die Baumstämme hier zurecht und hoble sie. Wir wollen Star Wish ja nicht vernachlässigen. Und ja, eigentlich hatte ich vor, heute noch ein bisschen zu trainieren, aber das kann ich auch vergessen. Ich muss mal gucken. Dann muss ich das leider wieder auf nächstes Wochenende verschieben. Ansonsten geht es nicht anders. Kann ich nicht absteigen? Kann ich denn hier absteigen? Ja. Ich schiebe gleich mal Pferd plus Baumstamm weg. Auch schön. Da. Ja, es ist immer noch nicht richtig übersetzt worden von Schwedisch in Deutsch. Das sehe ich, habe ich gerade gesehen. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Wir wissen ja, was zu tun ist. Lupenreine Pfeiler. Gut gemacht, Lucia. So, dann haben wir hier noch eine Aufgabe. Das ist bla 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 mit dem Zement. Den Zement mischen wir dann aus, sondern dann müssen wir auch schon das Zement fertig haben. Mische den Zement mit Wasser im Zementmischer. So. War der Eimer? Ja. Mache ich jetzt mal alles schnell ohne Star Wish. Dann füllen wir den Eimer noch. Schütten diesen dann auch noch da rein. Und ich kann euch nicht versprechen, ob die Folge heute, also die beiden Folgen heute sehr lang werden. Ich werde nämlich jetzt diese täglichen Aufgaben, werde ich jetzt als eine Folge abarbeiten und die andere wird dann mit dem neuen Hauptquest anfangen. Und ich denke mal, so viel Zeit habe ich, also so viel zu tun habe ich da jetzt auch nicht mehr. Und ich hoffe, dass ich dann bald weitermachen kann und bald von New Hillquest nach Epona, Südhof komme. Mir tat es ja so leid, dass ich in... dass es in Südhof ja keinen Heimatstall
gibt. Oh, bitte sag nicht, da fehlt mir jetzt genau ein Pfeiler. Was kann ich denn? Was ist denn da? Alle Pfeiler stehen an ihrem Platz, weil wir wollen jetzt auch noch eben hier schnell die letzten drei Zementblöcke auch noch fertig machen. Ach nee, das sind nur noch. Nee, das sind noch genau drei Stück. Ja. Also. Den Quest auch abgeben wäre vielleicht auch eine gute Idee. Ja. Upsi. Upsi, dupsi. So. Gut, jetzt haben wir endlich den Zement, den wir brauchen. Ach ja. Dann gießen wir mal das Fundament neu. Einmal das. Einmal das. Und einmal hier hinten. Das auch noch. Ja, damit sind wir dann für heute dann auch schon durch. Also bin die erste Folge und ja. Ach, Star Wish. Stell dich nicht so an. So. Dann sitzen wir jetzt hier auf Star Wish. Ich hoffe, die Folge war okay für euch. Ich hoffe, sie war nicht zu kurz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann bald wieder. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.